Sehr gut. Willkommen zurück in das Posen. Bis ausschaut. Holla die Waldfee, was für ein Auftritt. Wo bin ich? Ich fass es nicht. Vor mir steht der Thronerbe. Ich wusste, ihr würdet wiederkommen, euer Gnaden. Wegen dieser ganzen Thronsache. Ihr seid es. Ocario Boe Tonalis Septiman. Ja, das... Aquatromanius Pianoforte Ritardando. Robert reicht eigentlich. Staccateo, Flöter der Nase, Wächter des Nordens, Erbe des Throns und Oberorchester Blasius und der Vier Winde. Das reicht. Der Dritte. Wow, du bist es wirklich. Ich finde Robert schöner. Du kannst ruhig Robert sagen. Alles klar, euer Gnaden. Ich bin Libretta. Aber du solltest vorsichtig sein. Wer eine Flötennase hat, ist nicht mehr sicher. Setz lieber einen Nasenschoner auf. Nasenschoner. Aha. Danke. Ich werde vorsichtig sein. Den haben wir ja. Ich kann nicht glauben, dass du vor mir stehst, euer Gnaden. Ich kannte dich schon, als du noch ein Baby warst. Ein ziemlich hässliches, wenn ich das mal so sagen darf. Was soll denn dieser Konroy hier? Das ist doch... Was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert? Was will der hier von uns? Ich habe alles gezeichnet. Einer musste doch festhalten, was wirklich passiert ist. Falls es uns einmal, nicht mehr gibt. Weißt du noch? Du hast uns alle gerettet. Und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber dann warst du plötzlich weg. Und dann kam er. Die Leute dachten, wir wären die Bösen. Und dass wir die Basilen beschworen hätten. Und Conroy im letzten heldenhaften Kampf gegen uns gefallen wäre. Aber Conroy hat die Basilen gebaut. Erzähl das denen. Wir sind jetzt die Mörder Conroys und böse Basilenbeschwörer. Steile Karriere. Was? Ja, sie denken, Conroy hätte sie die ganze Zeit vor uns beschützt. Einige konnten fliehen. Den Rest haben sie auf den Händen davongetragen. Seitdem, es ist so still. Überall wehen rote Fahnen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Ich bin hier nicht sicher. Ihr seid hier nicht sicher. Also gibt es noch Flötennasen, die frei sind? Sie halten sich versteckt? Das hoffe ich zumindest. Ich habe von den anderen seit Jahren nichts gehört. Du hast nicht zufällig meine kleine Schwester gesehen? Ich bin alles, was sie noch hat. Nein, es tut mir so leid. Aber mach dir keine Sorgen, Libretta. Es gibt eine Prophezeiung. Die Sage vom Einklang? Ja, genau. Ich muss nur den letzten Windmönch finden. Dann kommt alles wieder in Ordnung. Ich muss auf die andere Seite Asposi. Klingt nach einer Aufgabe für ein ganzes Spiel. Ich habe eine Seilbahn. Aber die ist schon lange kaputt. Ach, es gibt nichts, was man nicht irgendwie reparieren kann. Und dann können wir beide abhauen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Da oben werden Wollmäuse verschifft. Wollmäuse. Krawallig noch eins. Nimm die Pfoten daraus. Aha, also wir können uns keine Wollmäuse mitnehmen. Eine ganze Menge Wollmäuse. Das nennt man in der Fachsprache einen Kuschelhaufen oder auch eine Flauschalation. Interessant. Hempernicke. Hallo? Wer da? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Du bist doch wohl keine Tröte? Nein, ich bin nur Robert. Wenn das mal nicht noch schlimmer ist. Was willst du hier? Hält den Mund, Conroy. Ich dachte, wir sind nicht losgeworden. Ja, wieder ein Gesprächsthema. Hier hängen eine Menge Plakate gegen Flötennasen. Ja, das war die Bruderschaft der Conroyalisten. Die letzte Bastion gegen die Flötennasen. Zu der ich selbstverständlich gehöre. Und ich habe den Anstecker, um es zu beweisen. Eine hübsche Brosche. Brosche? Männer tragen keine Broschen. Das hier ist ein Anstecker. Ein Symbol. Ein Symbol für was? Den Bund der Conroyalisten unter Emil. Oh, bitte nicht.
Seit wann hat Conroy denn Fans? Früher haben ihn alle gehasst. Er konnte machen, was er wollte. Die Leute haben nicht auf ihn gehört. Stimmt genau. Einer der verkanntesten Staatsmänner unserer Zeit. Was zur Hölle ist in den letzten 3 Jahren passiert? Aha. Wir reden uns wahrscheinlich hier noch um Kopf und Kragen. Ich kann nicht glauben, dass die Leute jetzt Fans von Conroy sind. Ich kann nicht glauben, dass es jemals nicht so war. Zum Glück hat Emil die Wahrheit ans Licht gebracht. Wer ist dieser Emil? Die Wahrheit. Der Retter der einfachen Leute. Generell so ein Ding. Der sagt, wie es ist. Der hat dafür gesorgt, dass hier nicht alles den Bach runtergegangen ist, nachdem sich Conroy für uns alle geopfert hat. Hat das Ruder übernommen, bis Conroy wiederhergestellt ist. Nein, das darf nicht passieren. Es hat ewig gedauert, ihn kaputt zu... Du hast mich umgebracht, ach, du Robert. Du bist ein Wichser, was du sagst. Gewesen. Was wolltest du sagen? Nichts, nichts. Was macht ihr da? Ich schaufel die Wollmäuse in die Loren. Wozu? Damit sie was von der Welt sehen. Oh, wie nett. Eine Wollmaus müsste man sein. Ja. Den ganzen Tag Lore fahren. Keine erstickende, bleischwere Verantwortung. Wo fahren Sie denn hin? In die Fabrik. Da werden Sie geschoren und dann fahren Sie wieder raus aus der Fabrik. Und dann? Fahren Sie wieder rein in die Fabrik. Und dann? Wirklich? Macht euch die Arbeit hier Spaß. Das klingt ja nach einer unlustigen Arbeit. Ich würde lieber auf dem Hintern durch Glasscherben rutschen. Das Einzige, was das hier erträglich macht, ist die Mittagspause. Wann ist die denn? Die wird von der Vorarbeiterin in der Schererei durchgesagt. Warum macht ihr nicht einfach so Pause? Bist du verrückt? Wo kommen wir denn dahin? Das wäre Anarchie. Nein, mit der Pause muss man warten, bis die Vorarbeiterin sie ansagt. Wie wird man eigentlich Wollmaus-Schaufler? Naja, ich habe den Job von meinem Vater geerbt. Wieso? Willst du mir meine Arbeit klauen? Ihr habt doch eben gesagt, ihr hasst den Job hier. Das ist nicht der Punkt. Außerdem gibt's ja immer noch die Mittagspause. Wenn nur langsam mal die Durchsage der Vorarbeiterin kommen würde. Hey, wisst ihr etwas über die Seilbahn? Was gibt es da zu wissen? Das alte Ding ist kaputt, seit dem Unfall. Es gab einen Unfall? Ja, der Verrückte, der die Bahn gesteuert hat, ist hier noch auf dem Dach der Schererei. Meiner Meinung nach hat der Typ ja eine Schraube locker. Wegsperren sollten sie den. Tja, also... Ich bin nicht, ob wir ihn dazu fragen sollen, aber los geht's. Wisst ihr zufällig etwas über den letzten Windmönch? Ja, ich weiß alles über Conroy. Ich habe gleich nach Conroys Fall seine den anderen letzten gelesen. Das meinte ich eigentlich nicht. Aber soweit ich weiß, hatte Conroy nur ein Tagebuch. Ganz genau. Emil hat dafür gesorgt, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Stand da vielleicht was über selbstgebaute Götter drin? Nein, aber es steht die Wahrheit über die Tröten drin. Natürlich. Na, du weißt schon, Junge. Die Leutchen mit ihren komischen Instrumentennasen. Ich gebe zu, es ist kein nettes Wort, aber es passt. Aha. Stand in dem Tagebuch, zufällig was darüber, wo die Windmönche genau herkamen? Gibt es vielleicht eine Adresse? Ja, na klar. Windmönchkloster 14 bis 17b, Ecke Heiligenallee. Oh, wirklich? Danke! Ich wusste ja gar nicht, dass es eine richtige Adresse gibt. Es gibt natürlich keine Adresse, du Schwachkopf. Sag mal, bist du in einer Höhle aufgewachsen? Wenn ihr damit einen Ort ohne Licht und ohne Hoffnung meint, dann ja. Aha, ich glaube, wir haben genug geredet. Auf Wiedersehen. Wohlan, wohlan. Was soll das überhaupt bedeuten? Okay, ein Denkmal. Na, dann denk doch mal nach. Vom Windbrunnen. Komplett mit den alten 3 Windmönchen.
Das sind Pandur, Maleus und Conroy. Das kann hier bleiben. Jo, können wir mit ihr nochmal reden? Hallo? Hallihallo, euer Gnaden. Ja, wir reden nochmal mit ihr. Zu der Flötennasenverfolgung. Warum hängt hier eigentlich überall rot? Das haben die Conroyalisten hier aufgehängt. Oh Mann. Für eine Sekunde habe ich gedacht, ich hätte Conroys Namen gehört. Ihr habt richtig gehört. Wegen des angeblichen Mordes an diesem Bastard werden wir ja verfolgt. Und warum hören wir seine Stimme immer noch? Ach du meine Güte. Ja, weil wir angeblich Conroy haben, der angeblich die Basilen besiegt hat, die wir angeblich heraufbeschworen haben. Köstlich. Die Leute denken wirklich, dass wir die Basilen auf alle losgelassen haben? Ja, keine schöne Geschichte. Ha, und wir dachten erst, hey, endlich entsteinert. Und Okarios Sohn hat uns gerettet. Juhu, alles wird gut. Wir geben uns zu erkennen. Neues Zeitalter. Dachte man. Wo warst du eigentlich die letzten 3 Jahre, euer Gnaden? Wo, warst du denn die letzten 3 Jahre? Hier. Oh. Ich habe Postkarten gemalt. Aha. Postkarten. Erstmal noch ein bisschen was dazu. Warum bist du so lange unentdeckt geblieben? Ach, was soll ich sagen? Die Leute, die zu mir kommen, wollen vor allem ihre eigenen Gesichter malen lassen. Für die Malerin interessiert sich keiner. Soll ich ein Bild von dir malen? Conroy hat mal ein Bild von mir malen lassen. Dafür ließ er mich 12 Stunden lang stillsitzen. Oh nein. Ich wette, jetzt kommt irgendwas Trauriges. Er ließ nur meine Flötennase malen. Er hat das Bild in meinen Verschlag gehängt und meinte, es soll mich stets daran erinnern, dass ich niemals zu den normalen Asposern gehören werde. Was für ein Monster. Ach, naja, es war ja nur zu meinem Besten. Du warst ihm verdammt lange ausgesetzt, nicht wahr? 15 Jahre, 8 Monate, 3 Wochen und 4 Tage. Wieso? Noch mehr dazu. Wir müssen uns bedeckt halten. Ja, das wäre ratsam. Ich habe gesehen, wie ein paar abtransportiert wurden. Es wird Zeit, hier abzuhauen. Die Luft ist... Es hat erschreckend viele Parallelen zu einem Ereignis aus der Realität vielleicht, aus der Geschichte. Ach nee, ist alles frei erfunden hier. Kennst du dich eigentlich mit Windmönchen aus? Das ist gar nicht real. Gute Frage. Ich habe nie aufgepasst, wenn es um diesen Kram ging. Aber ich glaube, sie kommen aus den Bergen. Sehr gut. Es gibt nämlich die Prophezeiung. Du meinst die Sage vom Einklang? Ich habe immer gedacht, es geht dabei um den einen, der die Flötennasen und die Asposa in, nun ja, Einklang bringt. Genau. Es handelt sich dabei um den letzten Windmönch. Na fein. Wenn du das glaubst, glaube ich das auch. Aha. Woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich kannte ihn bis eben selber nicht. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin deine Cousine. Libretta Celeste Arioso. Aha, Verwandtschaft. Du bist deine Cousine? Ja, du hast einen ganzen Haufen Tanten, Onkels und Cousins und Cousinen. Und das sind nur die Boes. Dann gibt es noch die Ariosos, die Menuetinis, den Clan der Sarabande und die Basses. Außerdem... Wo sind denn alle hin? Also die meisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin geflohen, nachdem sie die ersten mitgenommen haben. Aber nun bist du ja wieder da. Ja, noch mehr zu mir. Gibt es nicht vielleicht eine Art Ersatz, König? Du hattest keine Geschwister. Geht nicht eine Tante? Oder warum machst du es? Oder eine Cousine? Nein, tut mir leid. Es muss jemand aus deiner direkten Blutlinie sein. Oh, hast du vielleicht ein Kind? Aha. Ich glaube nicht. Obwohl, ich habe kurz vor meiner Versteinerung ein Mädchen geküsst. Oh mein Gott. Nein, Robert. So funktioniert das nicht. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, das kann nicht sein. Oh, stimmt. Sie war ja versteinert.
Dadurch, dass er von Conroy aufgezogen wurde, hat man ihn auch nicht die, ja, man hat ihm wahrscheinlich nicht die Sache mit den Bienchen und den Blümchen erklärt. Der weiß das ja alles noch nicht, der weiß ja nicht. Das heißt, Robert, da gibt's sowas, das ist, ich erkläre das am besten mit den Bienchen und den Blümchen. Wenn das Bienchen zu den Blümchen kommt. Halte dich bereit für die Flucht. Ich muss nur irgendwie die Bahn reparieren. Dann kommen wir hier beide weg. Alles klar. Oh, ich bin schon ganz gespannt auf den Rest der Welt. Du weißt nicht zufällig, wie man so eine Seilbahn repariert? Hast du mal mit dem Typen auf dem Dach der Wollmausschiererei geredet? Er war der Seilbahnführer. Vielleicht kann er euch ja helfen. Ich sag dir Bescheid, sobald ich die Bahn repariert habe. Egal, was du tust, beeil dich. Deine Ankunft hat hier für Aufsehen gesorgt. Aha. Davon habe ich aber nicht viel mitbekommen. Das von dem Aufsehen. Danke. Ja, ich war schon immer ziemlich talentiert. Ich habe früher auch viele der Dynastieporträts gemalt. Jetzt male ich vor allem Blumen, Babys und Landschaften. Wie schön. Ja, aber am besten bin ich immer noch im Fälschen. Fälschen? Na, du weißt schon. Ausweise, offizielle Dokumente, Geld, solche Sachen. Ach so, Scheiße. Ich habe mal ein komplettes Testament gefälscht. Eintrittskarten und Siegel kann ich auch, sind aber irgendwie faszinierend. Meine Güte. Ja, ich arbeite gerade an meinem neuen Projekt. Conroys Tagebücher. Aha. Sie hat das gefälscht. Warum fälschst du denn Sachen? Ist nur so ein Hobby von mir. Außerdem habe ich damit schon ein paar Flötennasen geholfen, die auf der Flucht sind. Aber leider kann ich jeder seine Nase so gut verstecken wie wir beide. Es ist schön. Blöde Sachen hier in das Tagebuch reinschreiben. Okay, danke. Kein Ding, euer Gnaden. Conroy tanzt alle auf dem einen Bein und Karte oder Schilder abnehmen, euch gegenseitig ist das Posieren verboten. Aber eine der Heftzwecke ist lose. Die gehört jetzt mir. Heftzwecke. Okay, wir haben eine Heftzwecke. Wir haben ein Schild und eine Tür. Eine Schere. Schererei. Hier werden Mäuse kahl. Aha. Das schleppe ich nicht mit. Okay, ich würde mal als erstes gerne mal zum Kramladen. Ja, reden kann ich auch nicht mehr. Kramladen. Was gibt's denn hier? Als Begrüßung gibt's gratis von mir die Wollinger Wundertüte mit ausgesuchten lokalen Spezialitäten. Aha. Danke. Ein Kaugummi und eine Zahnseide. Ein Kaugummi mit Wollmausgeschmack. Ich habe nur eine Frage. Warum? Tja, können wir es vielleicht. Warte. Können wir es vielleicht kauen? Ein Kaugummi mit Wollmausgeschmack. Den esse ich nur, wenn es unbedingt sein muss. Bestimmt wird das. Und danach brauchen wir die Zahnseide. Meine Zähne sind sauber. Aha. Fang den Ball. Oh, wie hübsch. Ein sehr uninteressantes Spiel. Wenn du das haben willst, musst du beim Dart gewinnen. Aha. Wo kriege ich Pfeile für das Dart her? Hier ist eine Dartscheibe. Das kann hier bleiben. Mit den komischen Pfeilen treffe ich die niemals. Was für Pfeile? Vielleicht kein Hack hier. Du musst mit einem Pfeil treffen. Nur dann gilt es. Aha. Ach so, das sind die Pfeile. Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Tritt an die weiße Linie. Na, und das was wird? Das war wohl nichts. Das war wohl nichts.
Meine Worte. Wie soll man mit solchen komischen Pfeilen vernünftig werfen? Das sind professionelle Turnierpfeile. Die fliegen eben nicht von alleine ins Ziel. Das wäre natürlich praktisch. Ein Pfeil, der von alleine ins Ziel fliegt. Ich schätze mal, wir müssen einen Pfeil bauen, der von alleine ins Ziel fliegt. Mit Kaugummi und Zahnseide. Ein Tuch. Finger weg! Das Seilbahnmodell dürfen sich nur ausgewiesene Seilbahnliebhaber anschauen. Was ist unter dem Tuch? Finger weg! Das Seil... Ja, ja. Eine Wollmaus? Ein Wollmausschwamm? Kann ich die Wollmaus hier haben? Wollmaus? Meinst du den Schwamm? Schaff sie raus! Ich bin allergisch! Ah, wir haben eine Wollmaus. Okay. Wir haben ein Dartschwert bedingt. Ding. Entfangen den Ball. Windmesser. Zu weit weg. Diese. Interessanter Windmesser. Ja, ein originaler Seilbahnwindmesser. Aha. Dann reden wir mit dem Krämer. Hallo. Tag auch. Womit kann ich helfen? Reden wir mal ein bisschen mit Konroyalisten. Ihr seid also Emils Bruder? Ja, mein Bruder Emil leitet die Bewegung. Wollt ihr denn Teil der Bewegung sein? Hab ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht solltet ihr damit mal anfangen. Und den Button tragen. Mit dem Nachdenken? Ach, in meinem Alter. Jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Typische Ausrede. Warum haben einige Leute Abzeichen und andere nicht? Ich hab natürlich auch eins. Naja, manche sind von Emils Ideen ganz begeistert und wollen das auch zeigen. Und andere sind für sich alleine ganz begeistert. Außerdem geht es darum, den Tröten klarzumachen, was wir von ihnen halten. Mit den Tröten meint ihr die Flötennasen, oder? Und was haltet ihr von ihnen? Ich weiß nicht. Nicht viel? Aha. Interessanter Name für einen Kramladen. Emil, sein Bruder, sein Kramladen. Ja, vorher hieß er Emils Kramladen. Und davor hieß er Emil, sein Vater, sein Kramladen. Aber seit mein Bruder losgezogen ist, um die Welt zu retten, bis Conroy, unser Erlöser, wiederkommt, hab ich ihn nach mir benannt. Euer Name ist Emils Bruder? Eigentlich ist er anders. Aber das haben alle vergessen. Und ich auch. Na toll. Wie wird man vom Kramladenbesitzer zum Anführer einer ganzen Bewegung? Ich glaube, Emil dachte schon immer, dass er zu höherem berufen ist. Schon seit er hier bei uns als Baby ankam. Nicht jeder ist mit der Gnade hoher Geburt gesegnet. Wir müssen in die Vergangenheit zurück und das verhindern. Hier in der Nähe gibt es eine Seilbahnstation. Ja, ich weiß. Ein fantastisches Wunder der Technologie, nicht wahr? Ein beeindruckender Fortschritt für ganz Asposien. Ein Symbol dafür, dass die Asposa der Schwerkraft... Sie ist kaputt. Ja schon, aber wenn sie funktionieren würde, dann wäre sie ein fantastisches Wunder der... Ich gebe euch da ja vollkommen recht. Aber warum wurde sie nie repariert? Oh, auf die Idee bin ich nie gekommen. Guter Vorschlag. Vielleicht solltest du in die Politik gehen. Oh Mann. Jammer schade, dass sie nicht mehr fährt. Ja, nicht wahr? Als echter Seilbahnenthusiast bricht es mir jedes Mal aufs Neue das Herz, wenn ich die verwaiste Station sehe. Aber naja, so ist das. Aber immer wenn mich der Gedanke traurig macht, werfe ich einfach einen Blick auf das Modell, das mein Bruder gebaut hat. Welches Modell? Das da, unter dem Tuch. Dürfen wir das mal sehen? Woher habt ihr das Modell? Das hat Emil höchst selbst gebaut. Fast 2 Jahre hat er dran gebastelt.
Oh, der Emil hatte wohl recht viel Zeit. Ja, er hatte nicht viele Freunde. Dafür hat er jetzt viele Anhänger. Also, ich hätte lieber viele Freunde, als viele Anhänger. Tja, schwer ist das Haupt, das die Krone trägt. Aha. Kann ich es mal sehen? Nein, tut mir leid. Das gute Stück ist nur für Liebhaber der Seilbahn gedacht. Der Zweikampf zwischen König und Diktator. Kannst du das beweisen? Wie zum Beispiel? Monarchie gegen Diktatur. Ja, vielleicht sehr schön. Einer Fahrkarte? Einer Mitgliedschaft im Seilbahn-Fanclub? Oh ja, da bin ich Mitglied. Nein, bist du nicht. Ich bin der Vizevorsitzende. Das hätte ich wissen sollen. Und wer ist der Vorsitzende? Nein, Emil. Warte. Mein Bruder. Natürlich. Auch das hätte ich wissen sollen. Wer sonst? Wenn ich nur mal einen ganz kurzen Blick darauf werfen könnte? Nein, nur für ausgewiesene Liebhaber. Wir sind ausgewiesene Liebhaber. Wir wurden nie ausgewiesen. Ja? Ihr veranstaltet ein Dartspiel. Ich liebe Dart. Ehrlich? Hui, ich liebe Dart viel mehr als du. Immer dreimal mehr als du. Kann ich es versuchen? Du musst es versuchen. Der Hauptpreis ist ein Fang-den-Ball-Spiel. Du musst nur mit den Pfeilen da hinten ins Schwarze treffen. Dann gewinnst du den Preis. Alles klar. Betrachte das Schwarze schon mal als getroffen. Aus dem ist in der Dartscheibe gar kein Schwarzes. Dart ist mein allerliebster Sport. Wie hast du die Liebe dazu entdeckt? Mein Nachbar hat das früher ganz oft mit mir gespielt. Ich habe da viel übers Leben gelernt. Manchmal ist man der Pfeil, meistens ist man die Scheibe. Mehr dazu. Hat schon mal jemand gewonnen? Nein, wenn du triffst, dann bist du der Erste, der dieses Ballspiel mit nach Hause nehmen kann. Na, sehr toll. Okay, auf Wiedersehen. Wohlan und Emil auf all deinen Wegen. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich bin auf all deinen Wegen. Das ergibt gar keinen Sinn. Kann ich irgendwas machen? Verdammt. Ein Trampolin aufstellen. Schon ja. Wieder. Ja. Tja. Errungenschaft freigeschaltet, Übung macht den Meister. Aha. Konrad-Statue. Oh, nicht er schon wieder. Das schleppe ich nicht mit. Gibt es vielleicht irgendwo eine Konrad-Puppe, die wir mitnehmen können? Und das ganze Abenteuer sinnlos mit uns rumtragen können? Und dann letztendlich als Handschuh benutzen können? Eine Flagge. Überall hängen diese Flaggen. Man könnte meinen, es wäre Wurzelballmeisterschaft. In Böse. Das schleppe ich nicht mit.